Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Liebe Zuschauer, seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Und an dieser Stelle Dank für all die wertvollen Zuschriften. Und heute habe ich aber keine Zuschrift hier, sondern mich sprach neulich auf einer Abendveranstaltung eine Dame an, welche eine spontane Wirbelsäulenfraktur hatte. Und sie sagte, die Osteoporose ist schon seit einigen Jahren bekannt. Ich hatte dann lange Zeit auch eine sogenannte Osteopenie. Das nennt man eine Vorstufe der Osteoporose. Aber gibt es nicht auch Wege, wenn man schon eine Osteopenie feststellt, dass es einen sogenannten Knochenheilungsprogramm gibt? Was kann man denn tun, damit man gesunde und starke Knochen behält? Und da habe ich so gedacht, das ist doch auch ein schönes Thema mal, obwohl die eigentliche Osteoporose, die haben wir schon besprochen, aber vielleicht jetzt mal so ganz konkret, nur auf den Fakt gezielt, wie kann ich so ein Knochenheilungsprogramm eigentlich, was kann ich für mich vielleicht nochmal bedenken, nochmal überdenken und warum sind das eigentlich Themen in einer zivilisierten Gesellschaft, wo wir sagen, wer sorgt denn eigentlich dafür, dass unsere Knochen nicht stark bleiben? Und so sehr, wie wir natürlich auch schon den Blick auf Dinge legen und beobachten, wie früh Erkrankungen heute schon thematisiert sind von Menschen, die sehr jung sind. Das waren ja Erkrankungen, wir sprechen von zivilisatorischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankung, Fettstoffwechselstörungen, Gicht, Rheuma, aber auch die Autoimmunerkrankungen, das sind ja auch Krankheiten, die heutzutage gar nicht mehr so ohne sind. Die werden immer jünger, sie sind immer jünger, die Menschen. Allergien sind zum großen Thema geworden bei Kindern. Und auch dort ordne ich eine sogenannte Osteopenie ein, beziehungsweise eine Vorstufe der Osteoporose, dass unser Körper natürlich nur bedingt sich die Prioritäten vorbehält, in welcher Priorität er was und wie intensiv versorgt. Und an dieser Stelle gleich das Allerwichtigste. Um eine Osteopenie oder Osteoporose zu verhindern, braucht es die Bewegung. Es ist unser Bewegungs- und Stützapparat, der gehalten wird durch ein Skelettsystem in Verbindung mit einem muskulären System. Und die Informationen, die an den Körper gelangen, im Sinne, ich brauche deine Kraft, sowohl von Seiten des Knochengerüstes, aber auch von Seiten der Muskulatur, ist eine Information, die muss täglich 8 Stunden des Tages für den Körper abrufbar sein. Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie also vom Haus mit dem Auto zum Büro den Fahrstuhl nehmen, am Schreibtisch sitzen, 8 Stunden wieder nach Hause kommen, in den Fahrstuhl, ins Auto, mit dem Fahrstuhl wieder nach Hause und für diesen auch körperlichen Ausgleich nicht sorgen, müssen Sie sich erstmal gar nicht wundern. Weil, das hat Hippokrates schon gesagt, der Mensch erkrankt an seinen 6 unnatürlichen Dingen und da war unter anderem, ohne jetzt darauf einzugehen, auch Mensch, wenn du dich nicht bewegst, dann musst du dich bewegen in einer Zeit, die dir zur Verfügung steht. Und wir sind unglaublich zurück mit dem eigentlichen Bewegungsanspruch mit uns selbst. Und diese erste Disziplin und Menschen, die ich kenne, die vor mir sitzen, die sind 95 Jahre, die sind hochgeistig fit, die sind jung geblieben, weil sie das Interesse am Leben nicht verloren haben, weil sie dem Leben mit weiterhin Neugier und einem Wissen, was sie sich bemühen,
zu erkennen und Antworten zu suchen. Das sind auch Menschen, die den Bewegungsaspekt in ihrem Leben unglaublich ernst genommen haben und damit nicht erst nach dem Infarkt beginnen, wo sie sagen, jetzt muss ich oder jetzt habe ich einen Diabetes mit dir und so. Das hat jahrzehntelang gebraucht und in diesem Sinne nur als wichtigste Voraussetzung, falls ich im Rahmen dieser Sendung dem Bewegungsaspekt nicht mehr die Priorität gebe, möchte ich, dass das überhaupt nicht vergessen wird und man kann alles wieder nachholen. Jeder Tag ist ein neuer Tag und man kann die Dinge versuchen, im Leben doch besser vielleicht zu integrieren. Und wenn es einfach der Arbeitsweg ist, wo man sagt, ich mache den nicht mehr mit dem Auto, ich fahre mit den Öffentlichen, steig zwei Stationen vorher aus, damit ich jeden Tag immer noch mal 20, 30 Minuten gehen kann. Der Ideen sind genug. Ich habe neulich so einen schönen Satz gelesen, der etwas meint, es ist unlösbar, es ist nicht heilbar, dem fehlt's doch nur an Fantasie. Und ich will gar nicht mal sagen nur an Fantasie, sondern auch an vielleicht Wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber glauben Sie mir, Menschen, die an diese Punkte im Leben kommen, sind auf einmal so dankbar, dass sie sich beginnen, dafür sehr, sehr viel mehr zu interessieren und auch diese Dinge mehr in ihren Alltag zu integrieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass so eine Osteomalazie und auch Osteoporose, nicht Malazie oder Osteopenie, das heißt, dass man das Ganze in eine recht zügige Heilung auch bringen kann. Und es ist eigentlich nur unsachgemäß und fachlich falsch, wenn man sagt, man kann da nichts tun oder man braucht nur Biphosphonate, die den Knochen wirklich zubunkern, festmachen mit all den entsprechenden Nebenwirkungen. Ich bin teilweise sehr entsetzt über das, was auf der anderen Seite auch selbstverständlich sein sollte. Die Knochennekrosen und welches auch immer. Aber dass man dieses zügige Heilungsprogramm natürlich auch damit verstehen muss, dass man jetzt für ein ausreichendes Vitamin D sorgt. Und jeden, den ich frage, Vitamin D, ja, ich nehme. Nee, ich will nicht wissen, wie viel Sie nehmen. Ich will wissen, wie Ihr Spiegel ist. Und im März und im Oktober haben Sie den zu kennen. Und vorher passiert gar nichts. Und gar nicht mal nur das 25 OH, das ist das Inaktive, sondern bitte auch das 1,25. Mindestens 10, 20 Jahre später wird man dem Vitamin D die größere Priorität geben, weil es ist ein Hormon, welches die Gesundheit jeder Zelle steuert und auch der Knochengesundheit, weil wir heute Licht wirklich unfreundlichste Arbeitsplätze haben. Das gibt es überhaupt nicht. Das sind ja wie Legebatterien, diese Großraumbüros, diese Licht, die kein normales Tageslicht mehr haben, die Fenster nicht mehr öffnen können. Das sind die ganzen großen, riesengroßen Stores, die Kaufhäuser. Also ich will nur damit sagen, da fängt das alles an und der Mensch ist gedrillt auf 8 Stunden Licht in der Evolution. Das heißt, diesen hohen Verlust an Licht, den müssen Sie kompensieren. Und diese Kompensation geht nur, indem Sie einen Schritt raus bewegen und auch vielleicht versuchen, so viel wie Licht an sich ranzulassen auf der anderen Seite. Keiner hat bei mir unter 5.000 internationale Einheiten oder manchmal auch 10.000 und das habe ich gut im Blick, aber ich weiß, hier muss jetzt ein bisschen flinke Füße passieren und dann wird das gut mit Fett eingenommen und auch die Kofaktoren des Vitamin Ds werden wir nicht vergessen und wir werden dem Vitamin D immer auch ein Vitamin K2 an die Hand nehmen und alles, was über 5.000 Einheiten ist, braucht immer 200 Mikrogramm K2. Das ist die Basis, weil sonst brauchen wir nicht über Calcium, Magnesium, über all die Dinge reden. Vitamin D ist der wesentlich dazu steuert, dass diese beiden Komponenten auch die Knochen mit ausreichend Mineralisation versorgen. Ohne Vitamin D gehen gar nicht die Türen auf für Calcium. Und das Calcium, was Sie dann einnehmen in den Brausetabletten, das ist übrigens anorganisches Calcium und es ist bei weitem in der Konstellation dessen, was der Körper erstmal am Vitamin D braucht, absolut unterversorgt. Das heißt, ein Calcium zuzuführen, das kann ich auch über Nahrungsmittel machen, aber ein Vitamin D zuzuführen, ist das erste wirklich die Sonnenexposition. Und alle Länder nördlich Rom können es nicht mehr bewältigen. Und dann kommt natürlich unser Lifestyle dazu.
Und in diesem Sinne versprechen Sie mir, wenn Sie nichts anderes für sich tun, aber Vitamin D kontrollieren Sie und bleiben Sie auch auf einem hohen Niveau das ganze Leben. Das ist auch 30% Tumorprävention. Und wir werden täglich werden wir bombardiert mit immer wieder neuen Studien. Wo hat überall Vitamin D mitzureden? Auch bei einem kindlichen Diabetes, der aufgrund dessen entstanden ist. Und das sind alles Dinge, da dürfen Sie nicht mehr so blauäugig sein. Haben Sie Verständnis für eine Medizin, die das noch nicht in dieser Tiefe realisiert hat, und seien Sie da für sich selbst jetzt Vorreiter und fordern Sie diese Untersuchung labortechnisch wirklich ein. Ganz wichtig Vitamin C, ganz wichtig natürlich Vitamin C in einer natürlich natürlichen Form. Das ist alles das, was sehr, zum Beispiel Sandhornsaft, Hagebutten, die ganzen Früchte, Beeren, das wissen Sie alles, was Vitamin C enthält. Das muss natürlich nicht nur die Zitrone sein, aber es ist auch die Ascorbinsäure. Und es gibt heute auch schon liposomales Vitamin C. Aber 500 Milligramm in einer gepufferten Form und das dreimal am Tag oder sogar zweimal ist völlig ausreichend genug, aber wird benötigt auch für Ihre Knochengesundheit in Verbindung mit den Aminosäuren. Also wenn ich höre, ich bin seit Jahren Veganer, dann sage ich, das ist eine unglaublich hochwertige Kostform. Und bitte, auch wir präsentieren eine sehr hochwertige vegane Kost, aber ich will es wissen, ob du jetzt in diesem Moment von dieser Kost profitierst oder ob ich die Kost für dich anders aufstellen muss. Wir Menschen neigen immer dazu, immer sehr ins Extrem. Wir meinen, das ist nun die beste Lösung. Das sind ja leider nicht immer die Gesunden. Und deshalb ist jede Ernährungsform auch meinem Stoffwechseltyp anzupassen, auch meine Arbeit anzupassen. Muss ich viel leisten körperlich? Kann ich mich jetzt mal zurückziehen? Kann ich in eine Ruhephase gehen? Kann ich massiv entgiften? Will ich meinen Körper nicht im Übermaß belasten? Das kann ich alles durch Ernährung steuern und anpassen. Und da würde ich das nicht in den Mund nehmen wollen. Ich möchte eine Naturkost präsentieren. Ich möchte eine Naturkost vermitteln, die deinem Moment jetzt auch gerecht wird, weil im Moment will ich dich aus dieser Krankheit bringen. Und dann muss ich sehen, dass ich den Körper vielleicht nicht mit Dingen überlaste, aber ich muss ihn genau da abholen, wo er geschwächelt hat, weil das war das Fundament, um in diese Krankheit hineinzugehen. Denn Krankheit ist doch gar nichts anderes wie ein Prozess, den er macht in der Hilfe, dass wir ihn jetzt verstehen und ihm helfen. Und im Rahmen dessen brauchen wir wenigstens die 8 essentiellen Aminosäuren täglich und unter anderem natürlich auch das L-Lysin, das L-Prolin und das L-Glycin und auch das L-Arginin, also die 4. Das heißt, wenn Sie jetzt mal googeln, und ich will Ihnen einige Hinweise natürlich geben, man kann das auch in einer Pulverform kaufen und im Rahmen zweimal einen halben Messlöffel von jedem in ein Glas Wasser geben und trinken. Das kann man wohl tun. Ich bin nur immer diejenige, die der Liste der Nahrungsergänzungsmittel, ich möchte das auf die Dinge wirklich strukturieren, weil das Leben, das ist nicht bis heute so erfolgreich, stabilisiert, anpassungsfähig, immunogen stark, weil wir die ganzen Nahrungsergänzungsmittel haben, sondern weil wir in der Evolution ganz genau der Körper für sich entwickelt hat, was brauche ich? Und der braucht diese Aminosäuren, damit er im Rahmen dessen, dass er jetzt den Knochenaufbau stimuliert, das macht nämlich das L-Lysin. Das ist übrigens auch die Aminosäure, die das Virusstadium blockiert, bei allen viralen Prozessen, den Knochenaufbau stimuliert, die verantwortlich ist für die Knochensynthese. Das sind nämlich die Osteoblasten. Das sind Knochenzellen, die müssen immer wieder sich aufbauen. Und die Osteoklasten, die machen den Abbau. Das heißt, das läuft unter einem großen Osteo-
Lasten-Klasten-Gleichgewicht ab, dass es nicht zu viel aufgebaut wird, aber auch nicht zu stark abgebaut wird, dass der Aufbau und der Abbau immer im Gleichgewicht sind. Und dafür sind diese Aminosäuren verantwortlich. Dass auch Calcium eingebaut wird. Was ist denn das, wenn Calcium jetzt noch aufgenommen wird? Milch, Milchprodukte, Quark, Käse und Joghurt hätten alle Milch, Calcium. Die werden aufgenommen über den Darm, die Türen öffnen sich, aber jetzt kommen sie nicht rein. Jetzt müssen sie gebunden werden. Jetzt müssen sie eingebaut werden. Dafür ist Vitamin K2 zuständig, aber auch diese Aminosäuren. Es stimuliert zusammen mit der alkalischen Phosphatase, die man übrigens auch im Blut messen kann. Und diese Dinge sind wirklich abhängig von der Aminosäure L-Lysin. Wichtig enthalten in Fleisch, Eiern, im Eier habe ich schon gesagt, im Fisch ist L-Lysin enthalten, in Hülsenfrüchten, im Käse. Also es gibt, ist ein bisschen Hausmannskost. Aber die Dosis macht das Gift und die Qualität ist wichtig. Und die Aminosäure L-Arginin, die wir auch sehr gerne einsetzen, vor allen Dingen bei Blutdruckpatienten, weil es das Gefäßsystem sehr gut entspannt, die aktiviert wieder so diese Osteoblasten. Das heißt, auch hier wird der Aufbau der Knochensubstanz stimuliert. Und auch das ist enthalten im Fisch, in den Nüssen, im Ei. Und wenn Sie nur mal eingeben, L-Lysin, da gibt's richtig Nahrungsmittellisten, L-Arginin oder auch die Phosphate, die in Fleisch, Eiern, Milch, aber auch Leber enthalten sind. Klar sind's Innereien, aber ich möchte einfach hier niemand irgendwo verletzen, aber ich möchte einfach nur sagen, das ist das, woraus sich das Leben im Laufe der Millionen Jahre wirklich adaptiert hat. Und diese Voraussetzungen, das ist nicht viel, das sind 1 bis 3 Gramm dieser Aminosäuren pro Tag. Aber das ist einfach wichtig, dass wir das beherzigen, dass unser Körper auf diese Eiweiße dringend angewiesen ist. Natürlich brauche ich einen intakten Darm. Also ich kann keine Osteopenie gut behandeln, wenn ich nicht hier erstmal für einen guten Stuhlgang sorge, wenn ich für ein gutes Immungleichgewicht sorge, wenn ich ausreichend auch Verdauungskraft habe. Diese Verdauungskraft wird gewährt, dass meine Leber genug Galle produziert, die Bauchspeicheldrüse, genug Bauchspeicheldrüsensaft, dass meine Magensäure im Gleichgewicht ist. Weil ich natürlich, wenn die nicht da ist, können Parasiten durchschlupfen, ich habe ein chronisches Infektionsgeschehen, die Darmschleimhaut kann sich damit, kann gereizt werden, entzündet werden, es entsteht ein Leaky Gut. Das heißt, diese Prozesse sind alle so filigran zu behandeln, so bewusst auch mal anzuschauen. Reicht einfach eine Stuhlprobe, da können Sie so schön das Mikrobiom beurteilen, da können Sie so schön, ist das im Gleichgewicht? Der Mikroorganismus sorgt für die Verdauung. Die Mikroorganismen stellen auch Vitamin B12 her. Die Mikroorganismen sind diejenigen, die jetzt im Rahmen auch einer enzymatischen Leistung, nennt man das, durch die Bauchspeicheldrüsensäfte, Gallesäfte, Magensäfte, eine optimale Verdauung herstellen. Und nur das Beste darf ins Kröpfchen und das Schlechte geht ins Töpfchen, heißt es bei Aschenputtel. Das heißt, geben Sie viel Wert auf Ihren Darm und machen Sie wirklich einmal im Jahr in der Richtung auch eine Stuhlprobe, um zu wissen, dass das, was Sie jetzt hier in der großen Bewusstheit tun, dass das auch da ankommt, wo es hin muss und dass nicht inflammatorische Prozesse diesen Zustand einfach abschöpfen, verbrauchen und man, glaube ich, hier auch eine wichtige Voraussetzung hat. Das andere ist Omega-3. Omega-3, das alle regulativen Entzündungsprozesse gut reguliert und Omega-3 ungefähr 200 Mikrogramm EPA, 100 DHA, nicht verestert.
Das alles führt dazu, dass diese hohen Omega-3-Fettsäuren im Rahmen auch von Omega-6 und 9, aber wir messen das immer wieder und ich sehe, Omega-3 ist zu wenig. Aber das hat ganz viel was mit Essigfisch, Lachs, Makrele, Hering. Es gibt hochwertige, sehr klare und nicht belastete Omega-3 in kapsulärer Form, in flüssigem Öl. Aber bitte recherchieren Sie da, lassen Sie sich beraten. Natürlich ist das Leinöl sehr hochwertig an Omega-3, aber auch die normale Butter, eine gute Weidebutter, eine gute Sauerrahmbutter ist natürlich auch hochgradig Omega-3-haltig und auch ein gutes Stück Rindfleisch, wo das Rind oder das Wild noch die Möglichkeit hat, wirklich hohe Naturkost aufzunehmen. Magnesium. Magnesium ist der Gegenspieler vom Calcium. Das heißt, wenn ich zu wenig Magnesium habe, setzt sich Calcium frei. Magnesium muss ich immer ausreichend in meinem System wissen und nichts ist so stark beansprucht, weil so viele auf Magnesium ausreichendes Vorhandensein bauen wie der Knochen, wie das Herz für die Erregungsleitung, wie die Muskeln, wie die Leber. Das sind unglaubliche Dinge, da muss der Körper jonglieren. Also wenn zum Beispiel Calcium im Sinne eines Calciumüberschusses jetzt oder auch ein zu niedrig Calcium mobilisiert, dann wird die Ausleitung von Magnesium gestoppt, die Niere schließt sich, eventuell Magnesium jetzt nicht aus dem Körper rauszulassen, sondern schafft durch Symptome das deutlich werden. Du musst nachfüllen, Mensch, Sie kennen das alle durch Ihre Muskelkrämpfe. Aber das sind nur wenige. Wir haben Sendungen gemacht, wirklich nur über Magnesium, dass einem eine Vielzahl von Symptomatik bewusst sein muss. Das ist ein Magnesiummangel, aber der spielt bei der Osteopenie ebenfalls eine große Rolle. Denn wenn der Körper in einer großen, zum Beispiel auch psychischen Anspannung steht, Rosenkrieg, Stress, Kinder machen Sorgen, Mobbing auf der Arbeit, ich will gar nicht, Sie wissen das alles viel besser, was uns auch aushebeln kann aus einem Leben, was sich eigentlich in einer großen Harmonie vielleicht gut irgendwo immer im Gleichgewicht hält, dann brauche ich massiv Magnesium. Und wenn das fehlt, oder auch Calcium, wenn das als Puffer fehlt im Blut, das Blut muss ich ja immer im Blick haben, da muss der Knochen her. Wissen Sie, da müssen andere Speicher her. Das Blut hat die Priorität, diesen Blut-pH-Wert von 7,174 täglich aufrechtzuerhalten. Das ist ein bisschen uninteressant für den Körper, wenn uns in einigen Jahren bescheinigt wird, du hast eine Osteopenie. Hey, ich? Wieso ich? Ich esse immer Milchprodukte, wie uns das immer so schön gesagt wird. Ich mache immer das. Nee, die Essigsäure, die Magensäure, die Kohlensäure, die im Rahmen so eines psychischen Anspannungszustand vielleicht jahrelang einfach gar nicht abzuwägen waren, weil ich habe die Schwiegermutter gepflegt oder ich will es doch gar nicht alles jetzt irgendwo, einen Erbschaftsstreit oder so. Das muss täglich gepuffert werden. Und das sind Dinge, die laufen auf einer autonomen Schiene. Das heißt, das autonome Nervensystem wird sich nicht Ihnen anpassen, weil Sie jetzt gerade das brauchen oder wollen, sondern was Sie fühlen, was Sie denken. Und das setzt in meinem Körper Dinge in Gang, die wollen bedient werden. Und alles passiert unterhalb dessen, was wir gar nicht sehen. Aber es geht nicht ewiglich gut. Und so muss man auch Osteoporose verstehen. Das ist nur überhaupt nichts, was nicht irgendwie mit mir, meinem Körper, meinem Leben und vielen Dingen zu tun hat. Deshalb ist es ein bisschen klein gedacht. Da geben wir doch mal ein Biphosphonat. Da geben wir doch mal ein bisschen Calcium mit Vitamin D. Und dann ist auch schon gut. Nee. Das kostet schon ein bisschen mehr auch Engagement, die Dinge zu verstehen.
Ich habe noch nicht gesprochen über Kupfer und Mangan. Kupfer sehr wichtig für die hormonelle Situation. Frauen in der Menopause sollten ihren Hormonstatus wissen. Zu wenig Progesteron, 1% Knochenmasse weniger pro Jahr. Also schauen. Oder auch Mangan. Mangan ist ganz wichtig für die eigene Entgiftung. Und der Knochen, glauben Sie mir, der nimmt auf. Der Knochen nimmt Cadmium auf. Der Knochen kann Aluminium aufnehmen. Das heißt, das ist ja noch gar nicht im Begriff von uns Menschen. Was hat das mit Toxinen vielleicht zu tun? Ist mein Knochenstoffwechsel selbst gestört? Wir sehen tagtäglich so unglaubliche, wirkliche Dinge, wo ich denke, wie schön ist es, all das zu wissen, aber wie wertvoll ist es auch, dass es auf den fruchtbaren Boden fällt und der Mensch so tapfer es in die Hände nimmt und natürlich kleine Schritte macht, kleine Schritte. Und Bor zum Beispiel. Bor ist wichtig für den Knochenhaushalt überhaupt. Bor ist wichtig für den Knochenaufbau, für die Stabilität. Es beeinflusst auch die Aktivität wieder der Osteoblasten. Es beeinflusst auch die Herstellung oder es ist ein Element, welches der Körper braucht in der Eiweißsynthese, in der Hormonsynthese, vor allen Dingen bei Östrogen und Testosteron, im muskulären Wachstum, in der Wundheilung. Und Bor, ja, was hat nun Bor? Bor ist ja nun, Bor braucht man ja nicht viel. Das sind ungefähr so 2,7 Milligramm auf 100 Gramm. Das sind nur Spuren. Aber wissen Sie, wer richtig gut Bor enthält? Das sind die Backpflaumen. Dörrpflaumen kann man auch sagen. Die sind so hochhaltig und hochwertig. Neben auch Pfirsichen oder Pflaumen allgemein. Aber auch rote Beete und Rettich. Also wenn Sie mal gucken, bohrhaltige Nahrungsmittel oder Lebensmittel, dann werden Sie auch fündig. Nüsse, immer wieder Nüsse dran denken. Nüsse enthalten auch sehr viel Magnesium. Paranüsse enthalten Selen. Aber Nüsse enthalten auch Bor. Und das einfach nur im Blick haben, wie wichtig das... Es geht immer ums Gesamtpaket. Immer. Weil ja auch nur das Gesamtpaket an sich für Kraft, Stabilität und Ordnung senkt. Und das ist ja das, was Sie auch tun können. Was Sie tun können, um sich langfristig auch noch morgen zu sagen, nee, alles gut. Ich kann ja da mal hingehen, die Knochendichte messen lassen, aber eigentlich fühle ich mich recht gut. Und sowas vielleicht auch gar nicht erst in eine Instabilität, in Unkenntnis hineinzubringen. Kalziumreich sind natürlich alle Milchprodukte, das ist schon klar, aber da gibt's ja auch manchmal die großen, sag ich mal, Nichtmöglichkeiten im Rahmen einer Laktoseintoleranz. Aber die Kuhmilch ist wirklich nicht mehr die Kuhmilch. Sagen Sie dazu Kuhsaft, aber nicht mehr Kuhmilch. Das sind so viel Kühe, so viel genetische Informationen kommen. Die Tiere sind alle so hormonbelastet. Also so eine reine Kuhmilch, die ich gut vertrage, direkt vom Bauern, möge ja noch wirklich ein Nahrungsmittel sein, was hochwertig ist. Zumindest ist es fürs Kälbchen. Aber für uns Menschen ist es nicht geeignet, weil die Moleküle sind zu groß. Wenn die Kinder zu viel Kuhmilch bekommen, wenn sie noch ganz klein sind, ist es vorprogrammiert. Die ganzen Allergien, Asthma, Neurodermitis, das würde ich nicht tun. Und auch Männern würde ich nicht raten, viel Kuhmilch zu trinken. Durch die Hormone stimulieren sie hier die ganze Prostata-Fehlentwicklung. Aber Kalzium hat auch Brokkoli und Fenchel und Spinat und zum Beispiel, ja, das sind so die Sojaprodukte, aber auch da ist so viel Genmanipulation dabei. Das muss man alles schon gut verifizieren. Entscheidend ist Qualität und Quantität ist gar nicht wichtig. Es geht um bewusst jeden Tag, ich entscheide, was kaufe ich ein. Was raubt es mir? Wo kann ich einem Lebensmittel auch vertrauen? Weil mit den Dingen, dafür muss ich jetzt sorgen. Genau, das wäre so, glaube ich, mein Rat in dem Moment. Und im Englischen gibt es ein Wort, das heißt Challenger oder Challenges. Challenges heißt eigentlich gar nichts anderes wie Herausforderung. Und das wär's doch jetzt mal.
an mich selbst eine Herausforderung zu stellen und 3 Challenges oder 3 Herausforderungen mal 30 Tage zu probieren. Und das kann ich doch machen. Ich kann mir doch jetzt einfach mal das vornehmen, indem ich sage, ich werde jetzt mal 30 Tage meine Ernährung noch mal auf ein anderes Konzept stellen und mich mal beschäftigen, dass ich es ausrichte, diese Lücke, die ich habe, wieder zu schließen. Ich werde jetzt mal 30 Tage dafür Sorge tragen, dass ich eine Ernährung praktiziere, die dem Bedarf, den mein Körper jetzt hat, ausgewogen ist. Ich werde vielleicht mal 30 Tage ein Dankbarkeitsdatum oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich immer am Abend reinschreibe, was war mir heute eigentlich als Geschenk gegeben? Und vielleicht würde da drin stehen auch, ich habe mir einen Vortrag angehört, der wesentlich auch mein Bewusstsein verändert hat und ich mein eigenes Leben erstmal reflektiert habe, wo habe ich noch Luft nach oben? Was kann ich ändern? Was kaufe ich mir vielleicht gleich morgen im Reformhaus? Und sorge dafür, dass mein Darm in Ordnung kommt und investiere jetzt mal in eine Stuhlprobe, damit ich das weiß und die ich besprechen kann mit jemand, weil da ist eigentlich ein ziemlicher Schwachpunkt. Schon wenn ich zurückblicke, mein ganzes Leben. Und ich wundere mich, dass ich eine Osteopenie bescheinigt bekomme, dann sollte ich doch vielleicht bei der Wurzel, bei der Pflanze Mensch anfangen. Das sind Herausforderungen, die man sich 30 Tage stellen kann. Und vielleicht auch noch, wenn man sich 3 Dinge nur vornimmt, dass man mal auf Süßes verzichtet. Dann kann man 30 Tage sich was anderes vornehmen. Dass man vielleicht, weiß ich nicht, den Fahrstuhl nicht mehr nimmt und die Bewegung versucht mal nur im Alltag mehr wieder ins Leben zurückzuführen. Wenn man am Abend vielleicht irgendwie einen schönen Tee trinkt und nicht sein Weinchen. Also ich will das einfach sagen, es gibt so unglaublich viele schöne Dinge, die man eigentlich tun kann, um vielleicht immer mehr und immer besser seinen eigenen Körper zu verstehen, indem man sich selbst erkennt, über sich hinaus wächst, weil das ist eine Geschichte, die hat man sich immer gar nicht zugetraut, dass man das schafft und die man vielleicht auch damit durch das, was der Körper einem signalisiert, an positiver Entwicklung wiederum mit einem großen Geschenk annehmen kann. Und ich war jetzt unterwegs und habe eigentlich einen ganz schönen Abschiedssatz gefunden. Wunder beginnen eigentlich erst dann, wenn wir unseren Träumen folgen und unsere Ängste und ich sage, und manche Gewohnheit einfach mal loslassen. Lassen Sie sich überraschen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine wunderschöne Woche im Sinne dessen, was uns da draußen alles in unglaublicher Schönheit im Moment präsentiert ist. Versuchen Sie es auch zu sehen und freue mich schon sehr auf die weiteren Zuschriften, die immer wieder die Grundlage sind, dass diese Sendung lebt. An Visite @qs24.tv wäre die Anschrift. Teilen Sie sehr gerne auch diese Sendung und ich freue mich jedenfalls sehr auf die nächste mit Ihnen. Auf Wiedersehen.